Petri, trotzdem intensiv Krankenschwesterin, das ist ja schon mal ein Job, der auch viel Kraft kostet. Klingt jetzt wieder mal so hart, aber der Ursprung allen Bösens ist das Patriarchat. Also wenn jetzt an dieser Universität, die Julia gerade in den Raum gestellt hat, verpflichtendes Gendern eingeführt wird, ich will nicht gegendert werden. Was machst du dann? Ich würde, also wenn eine Universität oder egal welche Einrichtung, ein Unternehmen, eine Universität, eine Behörde das für sich einführt, dann steht es auch jedem frei, ob er sich dem anschließt, ob er der Vision dieser Firma folgt oder ob er sich einen anderen Job sucht. Und damit kommen wir zur Frage, ist unsere Gesellschaft zu politisch korrekt? Wer kennt es nicht? Ihr lauft ganz normal die Straße rüber, seht den Krieg, seht dieses scheiß Virus und seht super Feministinnen. Versteht mich aber nicht falsch, Feminist zu sein ist an sich sehr wichtig und gut, da diese Personen vor hunderten Jahren dafür gesorgt haben, dass Frauen bis heute in vielen, aber leider nicht allen Ländern gleichberechtigt werden. Das Ziel einer Feministin bzw. ihr Gedankengut ist die Gleichstellung des Mannes mit der Frau bzw. die Frau mit dem Mann. Aber was sind Femextreme? Ähnlich wie das politische Gedankengut rechts oder links zu denken keine falsche Denkensweise per se ist, also nicht jeder, der rechts denkt, gleich rechtsradikal, also ein Faschist ist, aber wer rechtsextrem ist oder auch linksextrem denkt, geht wie im Wort inbehalten einer extremen Denkensweise nach, die man entweder mit einer extremen Meinung oder auch Gewalt verdeutlicht. So gilt das auch für Femextreme, die sehr viel Männerhass oder auch auf Probleme hinweisen, die für die meisten Menschen unverständlich sind. Eines der größten, wichtigsten Punkte solcher Femextreme ist das verpflichtende Gendern in ganz Deutschland, weil ihr werdet gleich wissen, warum ich genau auf Deutschland eingehe, für diverse Sexualitäten wie transsexuellen Menschen, also wie man die Person mit ihren richtigen Personalpronomen anspricht. Es ist wichtig anzumerken, dass das Gendern kein weltreichendes Problem ist und das wird es auch niemals werden. Warum? Ich stelle euch mal eine Frage. Warum wird besonders in Ländern wie Deutschland und Spanien gegendert, aber in Ländern wie China und Finnland nicht? Auf Chinesisch gibt es die Personalpronomen er, sie nicht, sondern im Chinesischen spricht man sozusagen genderneutral ta, was du bedeutet. Oder auch Tamen, also sie, was für mehrere Personen gilt. Und ihr müsst euch vorstellen, auf der Welt leben etwa 8 Milliarden Menschen und 1,4 Milliarden davon sind Chinesen, die kaum bis überhaupt nicht gendern, da es allein in der Sprache nicht möglich ist. Aber niemanden hat es gestört, nicht explizit als Mann oder als Frau angesprochen zu werden. Auch auf der finnischen Sprache wird er bzw. sie als hen bezeichnet. Ich kann leider kein Finnisch, deswegen, aber es wird eben als hen bezeichnet, welches auch geschlechterneutral bedeutet. Doch wie ist denn überhaupt die Meinung vieler Menschen in Deutschland über das Gender? In Thüringen sollen Landtag und Landesregierung künftig in ihrer öffentlichen Kommunikation auf gendergerechte Sprache verzichten. Das hat eine knappe Mehrheit der Abgeordneten nach einem Antrag der CDU entschieden. Unterstützung kam auch von der AfD. Von den Abgeordneten wurden 74 Stimmen abgegeben, 38 für den Antrag, 36 dagegen. Die rot-rot-grüne Mehrheitskoalition hatte mit einem Gegenantrag noch vergeblich versucht, einen Kompromiss mit einer Selbstverpflichtung zu einer respektvollen Kommunikation zu finden. Es ist meiner Meinung nach doch schon krass, dass die Wahl so knapp verlaufen ist, also man hätte beinahe in Thüringen der Sternchen die Ingenieur Sternchen innen genommen. Also das hört sich doch einfach schon super mega umständlich an. Naja, mich hätte es sowieso nicht betroffen, denn ich bin aus Hesse. Die Sprache beeinflusst das Denken zu einem gewissen Grad, doch das Gendern beispielsweise verkompliziert unsere Sprache eher, dass es uns hilft. Denn durch diese Umstellung kann man vielen Menschen einfach vorwerfen, nicht gendergerecht zu sprechen, wenn man eben in dieser Szene einfach drin ist, obwohl die Intention hinter dem Appell an die andere Person
gar nicht negativ war, denn die meisten Menschen kennen diese Gendersprache nicht oder denen hat es nie interessiert, so zu reden, weil man selber das Geschlecht der Person oder mehrerer Personen nicht im Vordergrund stellen wollte. Wenn ich euch beispielsweise 2021 noch gefragt hätte oder auch heute noch, nennt mir bitte einen bekannten Bundeskanzler, würden die meisten zu dem Zeitpunkt Angela Merkel sagen, obwohl ich gar nicht Bundeskanzlerin gesagt habe. Kommen wir zur letzten Frage für heute. Was halten Sie von Fitnessstudio Sternchen innen? Weg bist du! Ja. Macht einmal so. Und zack, dir fehlt der Brustkorb. Glaub mir das doch endlich mal. Und das ist echt...